Guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Guten Tag. Ihr wundert euch, warum da so eine andere Stimme jetzt auf einmal ist. Und zwar bin ich auf dem Weg mit meiner Freundin gerade zu Dennis. Und heute, muss ich hier schon links? Nein. Ist ein besonderer Tag. Nicht für mich, sondern eher gesagt für euch. Und zwar fahren wir heute zu Glanzkrank. Glanzkrank ist eine Firma, die Pflegeprodukte vertreiben für Autos. Alles, was um Pflege außen und innen fürs Auto geht, vertreiben die von verschiedenen Firmen, haben auch ihre eigenen Produkte. Und wir machen ein kleines Gewinnspiel für euch, haben wir uns gedacht, weil ihr so viel Liebe gibt, habe ich mir gedacht, mit Dennis zusammen, Dennis kennt ihr, mit dem roten S3, machen wir ein kleines Gewinnspiel. Und ja, wir werden euch heute zeigen, welche Produkte wir verschenken sozusagen in dem Gewinnspiel und werden euch dann nochmal mit den netten Herren von Glanzkrank erklären, um was für Produkte es sich handelt, um was man gewinnen kann. Und ja, ich würde sagen, wir machen die Kamera wieder an, wenn wir bei Dennis sind und wir dann losfahren, dann wird Dennis ein bisschen auch noch was dazu erzählen. Und ja, bleibt dran, guckt euch das Video bis zum Ende an, weil ihr wollt natürlich auch wissen, was es zu gewinnen gibt. Checkt, mache ich jetzt hier unten rein, mich bei Instagram ab, Dennis bei Instagram und Glanzkrank. Ja, checkt die ab, alles unten in der Videobeschreibung und da wird auch das Gewinnspiel dann stattfinden. Bis später. So, wir sind jetzt mit Dennis unterwegs. Dennis, sag hallo. Hi. Und ja, genau, wir sind jetzt auf dem Weg nach Goslar. Man sieht einfach gar nichts. Doch 14.18 Uhr kommen wir an. Also nicht mehr lange, 20 Minuten fahren wir noch. Und ja, schneller fahren in 10 Minuten. Du brauchst nicht schneller fahren. Wir haben Zeit. Zeit und Geld. Wie spät ist es? 13.05 Uhr? Ist das einfach, wann wir ankommen, oder? Das ist 13 Uhr normal. Nee, wir sind zu spät. Gib Gas. Okay, wir sind zu spät. Und hinter uns haben wir ein RS3. Genau, wir fahren jetzt nach Goslar zu Glanzkrank und werden da dann die Produkte vorstellen. Dennis, willst du noch ein bisschen was erzählen, oder? Was soll ich erzählen? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Lasst euch aber überraschen, würde ich sagen, ne? Was da rauskommt und was für geile Produkte wir euch präsentieren werden und zum Gewinnspiel reinfügen werden. Reinfügen werden. Oder? Was machst du? Gut, Leute. Also, wir sehen uns, wenn wir wieder da sind und dann zeigen wir euch alles, was es geht und erklären euch die ganzen Sachen, was ihr machen müsst, um diese tollen Preise zu gewinnen. Richtig. Okay, I've been working like 3 jobs, probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now, up early when the sun is out. Not settling out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out, old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free, ooh. You reaching out from the west side of that old town. But there's no show, still I go down to the open mic. Show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now, in a couple months you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And they know it's my time now, coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been balling, but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So and so is popping, man, I skip him. So, Freunde, wir sind jetzt hier in Goslar mit dem guten Matze von Glanzkrank. Hallo. Und Dennis, habt ihr eben gerade schon ein Video gesehen. Ihr habt eben gerade einen kleinen Porn gesehen von den Produkten, wo ich noch einmal aufgelistet habe, was es zu gewinnen gibt. Erster, zweiter und dritter Platz. Und ja, wie gesagt, wir haben Matze von Glanzkrank hier, der seine Produkte für das Gewinnspiel zur Verfügung stellt. Und ja, wir können ja einfach mal anfangen. Ich würde sagen, du kommst ein bisschen näher. Dann kann ja Matze mal ganz kurz erzählen, was für Produkte welcher Platz hat. Würde ich sagen, fangen wir an mit dem dritten Platz. Also der dritte Platz, wir haben ein Gewinnspiel zusammen ausgearbeitet und haben uns gedacht, wir shiften da unseren Teil mal dazu bei. Der dritte Platz wird bekommen ein Sticker-Bundle, und zwar einmal den Glanzkrank-Sticker in 15 cm, ein Airfresher und ein Schlüsselanhänger, sowie dann das Glanzkrank Killer Bee Innenraumtuch und eine Duftdose in Cherry von den Shiny Chiefs. Jetzt müssen wir mal gucken, was das so ist. Genau, können wir nochmal kurz in die Kamera zeigen. Nochmal in die Kamera zeigen. Na, das ist der
der Sticker in schönen Flip-Flop-Lack, sag ich mal, so ein bisschen glänzend. Öl, glaube ich. Das, ne? Oeslick. Oeslick, genau, macht auf jeden Fall gut was aus auf dem Auto. Dann einen sehr schönen und auch qualitativ guten Schlüsselanhänger. Und ein Dufterfrischer, den man schön an den Spiegel hängen kann. Zum Beispiel an ein RS3 von Dennis. farblich auch passend. Ja, farblich auch passend. Zufällig. Genau. Ja, des Weiteren haben wir dann von den Shiny Chiefs noch eine Duftdose in Cherry und das Innenraumtuch von uns. Also das kannst du nochmal erklären, das Innenraumtuch ist nur für innen, für Cockpit oder? Genau, ist nur fürs Cockpit und die Polster hat 400 GSM, hat eine Größe von 40 x 40 cm und ist an beiden Seiten dann, beziehungsweise einmal ringsrum, sehr weich vernäht. Und die Haube ist zu gut eingewachsen. Ja, muss ja auch sein, ne? Ja. Gut. Sehr gut schützen. Das war der dritte Platz, dann gehen wir zum zweiten Platz. Ist ja nicht so weit. Gut, der zweite Platz ist ein glanzkrank Waschhandschuh, beinhaltet natürlich auch wieder das Stickerpack, einmal den allseits beliebten Sticker, dann den Airfresher und den Schlüsselanhänger, dann gibt es unseren XL Waschhandschuh dazu und auch wieder die Duftdose in Cherry von den Shiny Chiefs. Genau. Und den Handschuh? Willst du dazu noch was sagen? Ja, der Waschhandschuh ist von innen gut. Auto kaputt gemacht. Der Waschhandschuh ist von innen sehr weich gepolstert, hat auch eine sehr flauschige Oberfläche und kann bis zu 1,5 Liter Wasser aufnehmen. 1,5 Liter Wasser, das ist heftig, Alter. Das ist krass. Also könnt ihr gut euer Auto damit wischen. Waschmaschinentauglich, mit Drei-Phase-Waschmaschine. Genau, keine zu allen Produkten, keinen Weichspüler dazu nehmen und dann läuft das gut. Und die Handschuhe und alle anderen Produkte sind auch sehr lang haltbar. Super. Gut, das war der zweite Platz, Leute. Jetzt kommen wir zum ersten Platz, würde ich sagen. Schieben wir uns mal ein bisschen hin und her hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht schon wieder gegentrete. So. Und zwar der erste Platz, wie auch bei den anderen Plätzen, gibt es auch wieder den Sticker, dann den Airfresher und den Schlüsselanhänger. Es gibt auch den Waschhandschuh dazu und es gibt unser Trockentuch, unser Premium-Trockentuch, Twisted Pile Gold Digger heißt das. Das ist ein Trockentuch, hat 80 x 60 cm, ist auch an der Seite sehr weich umnäht und hat getwistete Fasern. Das heißt also, wie man das aus den Medien kennt, man legt es drauf, zieht es ab und das Auto ist trocken. Auch bei 30 Grad waschbar mit Mikrofaserwaschmittel, Hauptsache kein Weichspüler und dann habt ihr auch sehr lange von dem Tuch eure Freude. Super. Gut, zum ersten Platz. Sieht man mich, oder? Zum ersten Platz gibt es noch ein Carpon-Dreh dazu. Also derjenige, der gewonnen hat, zu dem fahren wir hin. Wenn es nicht zu weit weg ist, sag ich mal, muss man dann gucken und sich irgendwie einigen. Egal was für ein Auto. Ob es ein Trecker ist, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Motorrad ist. Bitte egal. Alle Transporterfahrer melden. Alle Transporterfahrer. Also es ist egal. Fiat Ducato, egal. Multiplan, alle. Es ist egal, wer gewonnen hat. Ich film das Auto ab und mach daraus einen Carpon und wir werden einen schönen Tag zusammen haben und ein schönes Video drehen. Genau, da fliegen die Sticker schon weg. Kooperation auf jeden Fall mit Glanzkrank und Dennis kennt ihr aus mehreren Videos. Auf jeden Fall. Mit seinem RS3, wie wir immer irgendeinen Blödsinn machen. Ja. Genau, wir kamen auf die Idee, einfach ein Gewinnspiel zu machen, einfach mal ein bisschen. Um die Region zu pushen. Haben genau, die Region. Deswegen um haben wir Matze von Glanzkrank ausgewählt, um ihn auch mal ein bisschen hochzuziehen, sag ich mal, für die Umgebung. Ne? Wir hätten auch andere Leute anfragen können, aber erste Gedanke war Glanzkrank. Vielen Dank. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Genau. Gewinnspiel läuft von? Genau, Gewinnspiel läuft von jetzt, wo das Video online ist. Also das wird Mittwoch der... Keine Ahnung sein, heute ist der 21. Nichts, weil Dennis guckt kurz. Vierte? 24. Ja. Genau, am 24.06.2020. Bis zum 1. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, vielleicht seht ihr es auch später, läuft das Gewinnspiel bis zum 1.07. Und zwar läuft das wie folgt. Ihr müsst auf Instagram gehen. Ich blende das hier alles unten nochmal ein. Bei SFR Drach Media, also bei mir, bei Dennis, DNRS3 und bei Matze, bei Glatzkrank.
geht ihr drauf, liked das Foto, wir laden alle das gleiche Foto hoch, da drin steht auch nochmal die Beschreibung und ihr müsst das Foto in eure Story packen bei Instagram, uns drei drauf verlinken und ja, das war's eigentlich schon. Folgen. Ja, und folgen natürlich, ne? Das ist sehr wichtig. Das alles nochmal durchgesprochen. Ja, ja, das ist alles immer so. Hätte ich nochmal kurz Cut gemacht, Kurt. Ja, egal, spontan ist immer besser. Genau, uns drei folgen. Wir werden das auf jeden Fall dann nach einer Woche ist das Gewinnspiel beendet dann. Darauf wir folgen sagen, Mittwoch. Vom Mittwoch 18 Uhr bis Mittwoch 18 Uhr. Genau, jeweils von 18 Uhr. Und dann werden wir das Video machen und dann werden wir auch nachgucken, ob ihr uns abonniert habt und ob ihr es in die Story gepackt habt. Werden wir dann nachgucken. Und dann machen wir ein Video, wie wir den Gewinner auslosen. Und dann schreibt ihr uns einfach an, würde ich sagen. Ja. So, habt ihr noch was zu sagen? Nee. Nein, gar nichts mehr. Wir wünschen allen einen schönen Tag. Genau, einen schönen Sonntag. Genau. Viel Erfolg, viel Glück. Fleißig teilen, verbreiten. Und ja, gebt mal ein bisschen Liebe. Liebe. Fleißig folgen ihm, dem Matze und mir. Genau. Und supporten, supporten, supporten. Bis zum nächsten Mal. Wir stehen hier wie drei von der Tanke, Alter. Ja. Genau, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling.